Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Plattenfröster Television. Hallo Felix. Hallihallo, auch ja, von meiner Seite. Genau, hier an der Kaikante Hafen City in Hamburg sind wir wieder und weil Corona, Television, jeder am Gerät, jeder mit Abstand und so weiter. Was geht denn heute, Felix? Ja, es ist inzwischen die 6. Folge tatsächlich. Was geht heute? Wir haben unsere üblichen Teile vorbereitet. Radar aus dem Maschinenraum, interessantes Gespräch mit Felix Kubin und Urs Blaser. Dann gibt es natürlich wieder Rust Never Sleeps, der wieder einen kleinen Ausblick oder Einblick in unsere Instandhaltungsarbeiten setzt. Werner und die Ankerwinde ist diesmal das Motto. Werner und die Ankerwinde, sehr gut, ja. Genau. Ja, und aus dem Medienarchiv haben wir auch ein paar Sachen rausgegraben. Waren jetzt alles Gigs, die in Hamburg stattgefunden haben, 2013, 2015 und 2019. Und zwar werdet ihr sehen von Salvahenter, das ist eine Kopenhagener Jazzband, ziemlich spannende, steile Nummer so. Andromeda Mega Express Orchestra von 2015, die sind aus Berlin. Und dann gibt es noch Nie, das ist die Hälfte von Pignol, das ist eine französische Band aus Lyon. Die waren 2019 hier, also gar nicht lange her. Dreimal ja, geiles Zeug. Wahnsinnig geiles Zeug, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das kann man sich steil mal geben. So, und natürlich nicht zu vergessen, live haben wir heute ebenfalls aus Berlin ein ziemlich spannendes Ensemble um einen Sänger und Komponisten, Tryon heißt das Ensemble, Tryon. Da gibt es so ein kleines Gespräch noch zu, das wird Stefan dann führen mit Kellen zusammen. Der wird ein bisschen erzählen über sein Projekt, was auf jeden Fall sehr, sehr spannend ist und viel Spaß macht. Genau, und ansonsten ist noch, wir haben die 6. Folge eigentlich, aber eine Folge gibt es gar nicht, das haben wir jetzt schon öfter gesagt. Die 3. ist abgeraucht, während wir sie geführt haben. Die haben wir dann aufgezeichnet und deswegen gibt es heute, und zwar auch jetzt ziemlich gleich im Anschluss an unser Getexte hier, Rüschkinder. Da sind Asaf, Eden und Miho, Shimura, die ein Konzert hier gegeben haben am 25.06. Und auch da davor ein kleines Gespräch, dass man ein bisschen so einen Einblick auch in diese Musikerköpfe und Herzen irgendwie bekommt. Genau, und ich würde mal sagen, das ist eigentlich schon alles, was man jetzt erstmal wissen muss. Viel Spaß bei der nächsten Folge 2,5 Stunden Geballer aus Laderaum 4. Ja, sehr schön. Viel Spaß. Das folgende Gespräch versuchen wir auf Englisch zu machen und ja, steigt man dann direkt mal ein, würde ich sagen. Rieskinder, Asaf und Mio. Hi. Hi, nice to, that you're here. Makore Achla Sheatapo. Ah, wow. Oh, I prepared it. Impressive. Yeah. That's impressive. Yeah. You play some psy rock, hip hop, and electronic music tonight for us in our offline stream because system broke down. We waited for a couple of while and now we can have the time. We thought we are online, but it's offline now and online later. I hope you're doing fine tonight. I like a lot being offline, actually. Yeah. That's my favorite line. Offline? Offline. Yeah, that's cool. Yeah. Do you live in Hamburg or in Berlin, or it's like a little bit confusing? Right now I live in Hamburg. Mm-hmm. But I used to live in Berlin also. But now I'm living in Hamburg, yeah. That's true. Okay. So, and do you have any other projects than Reiskinder? Is it your main thing? I mean,
my life is kind of a project, like just live, like, okay, pro, you mean musical projects? Yeah. Not really at the moment. I have some, I mean, actually I do, yeah. I'm also producing music for other people, mm-hmm. which is a different thing. Yeah. But similar, yeah. Okay. How is it with you, Mio? Do you play with Reiskinder? But you also have like other collaborations and projects? Yes, yes, I always have several collaborations. And I'm in a band, it's called Jaguar no Me. It's a Japanese sci-fi, psychedelic rock, shiraga thing. And besides, I always have some side projects, like mainly duo. I play in drum or piano and then play with someone else, yes. Okay. Yeah, I found a record of you playing at Loophole in Berlin. So yeah, it's on YouTube, like just a live yes, set. Yes, maybe it was a solo drum, maybe. Yeah, yeah, and it's like, I think then you know Nexus, he's doing the Loophole thing mainly, or? Yeah. Because next week there should be a live stream, if it's live and online, if the system is not crashing. But then he's doing a show here with four artists as well. Mm-hmm. So, yeah. Yeah, exciting. I have a question concerning Hebrew language, because I realized there's one word, I stumble over it again and again, and it's balagan. Mm. And it's like, can you say something about that? Like, I think it means chaos or something isn't working. Like, the stream today is balagan. I guess you can say that, yeah. 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 Balagan, yeah, it's like a mess or a chaos. Yeah, it's like it's a dysfunctional word for describing everything which isn't running like expected, or It's just chaos. I mean, it doesn't mean that it's not working. It's just working in a chaotic way. Yeah, which maybe it's a good thing. I don't know. But So life is balagan as well. In many regards, I think yeah. I mean, no. What do you think? I think it's pretty balagan. Yeah. Yeah, pretty balagan, yeah, I think as well. An Israeli friend of mine told me that you played like in every small venue around Israel. Mm. And you're playing since 10 years or even more. Yeah. So how do you, or how can you describe the music scene in Israel when you compare it to your experience here in Hamburg or in Berlin or elsewhere in the world, like where you played? Because like you're an expert for the Israel music scene some kind of way. Expert? Yeah, because like you played everywhere. I wouldn't say that I'm an expert. I mean, that's I'm not in any way a person who knows everything. Like I will focus on the stuff that actually interests me and the stuff that I really like. And still there is a lot of stuff that I would like that I don't know about. So I'm not saying that I'm an expert. Yeah. There is definitely very nice and talented and cool people in Israel. And the music scene is, I think it's really interesting. Yeah, you know, it's like you can't talk about Israel music scene without talking about Israel, because like the things are combined. So I mean, then these are very big subjects, so I don't really know how to. All I can say, I guess, is that exactly like I feel that Israel is a place that is a lot of balagan, but also a lot of potential, in my point of view. Israel is right on the nexus between like Africa and Asia and Europe, and I think this is a tremendous potential. Unfortunately, right now it's more about the conflict, but theoretically it could be amazing. Yeah. And
I think the music scene, yeah, that's what I also think about the music scene, actually. Yeah. Maybe, I don't know. It's especially for the underground music scene that there are a lot of progressive, open-minded people and trying to think about what's possible and trying to realize it in some kind of way. I don't know. It's hard to talk about scenes sometimes because when you break it down, it's just a bunch of people doing something. Sometimes a scene can be three people really devoting their life to something, and this is the scene. Yeah. Because and in many cases, like in such a small place as Israel, this would be the case. Like the scene is just a bunch of crazy people who decided that this is what they want to do, and this is the scene. Yeah. And these individuals are so important. Yeah. Yeah. Is it the first, or we talked about in front, this should have been the first time we streamed, used streaming for doing a concert? Yes. And since we are sitting here for producing it, how do you think, what is the point of live music with people around, or like it's for streaming concert without people around? Is it... Miho, what do you think? I don't know. We have some situation like not so much audiences at the concert. Yeah. And yeah, we both, I think we both said it's more, it brings us more focus on the music, which I totally feel and agree. And yeah, with the audience, of course, I enjoy a lot, but then I give more space for the audience so that the unknown thing, unknown energy is coming up. This is I enjoy a lot, but also like the streaming is a bit more like composing mindset or recording, I think, and both are musically very interesting experience. It's like a strange form or a weird form of rehearsal. Like you're doing it without people there, but you know it's for people. Yeah, and it also remains on the stage with audiences. Yeah. It's more momental. And now it's been recorded or streaming, and then the material remains there. So it's a different thing for me. Where can people you play in different collaborations and but where can people find your stuff? Just type in Reiskinder and then everything appears. I'm pretty sure. Yeah. You did your last EP you produced in Hamburg. My last EP. It's from May or March or something. No. My last EP was recorded 2 years ago, maybe, or 1 year ago. I'm really bad at time. Okay. But it was recorded in the Netherlands. But I did record a new song in Hamburg that I released recently. Okay. And since I've been living in Berlin, we also recorded a lot of new stuff that are currently working on and hoping to release soon. Yeah. Since we are improvising here quite a lot today and talked about doing experiments like trying to keep up a venue or trying to keep up some ideas, what do you think about what does improvisation or experimental mean to you or to you both? Is it like it's not preparing something like in a strategic way? Or is it strategic, or how is improvising and experimental stuff happening, especially in music? For me, it's improvisation is the best way for me to play music, like being myself free. I'd say that it depends on if I play with someone else or solo.
it changes, and the others has which kind of energy and how my state is. But yeah, for me it's like great freedom, and I feel more stable if I do the improvisation than the structured one. Mm-hmm. It's quite hot and quite improvisational here today as well. So I think we switch to your live set soon. Nice having you here, and I'm quite looking forward for. Thank you for having us. Thanks. Yeah. Great to be here. Yeah. החלום שלי ברחוב. אני והחלום שלי ברחוב, על ספינה ברחוב. יש פרטיזנים בגינה. בשטחים יתומים מסריחים רוכבים על שטיחים יתומים מסריחים Next, I don't really know to speak German. Next, Haltestelle, Cleopatra. Thank you.
Leben ist lustig. Ja. Ja. Okay. Ja. Wow, 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 wow
ומאופנת, זוהם ומאופנת, זוהם ומאופנת, זוהם ומאופנת. מגיחים מנצחים מהפכים מחוקים ובלי לדעת החוקים 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 אם עשיתי בלגן זה סימן ש... לא הייתי מרוצה עכשיו אני פותח את הנושא לא כמו תמיד כשהאימפריה מתקרבת לקצה בקירות והמוזיקה נותנת הרגשה לדבוק עם הכלבת בקירות והמוזיקה נותנת הרגשה לדבוק עם הכלבת בקירות והמוזיקה נותנת הרגשה לדבוק עם הכלבת בקירות והמוזיקה נותנת questions super can we should we go on is it how like are we there yet vielleicht one more song okay, as I like ah wow going to take very long pauses now that's what I like
in the meanwhile, I'll take a pausa, long, very long, stump, short, and, but I let you listen to something in the meanwhile. And you can listen to this sound. Yeah.
לעצמם הרבה מאוד מטרות שונות ומשונות. הם רוצים כוח, הם רוצים עושר, הם רוצים ידע, הם רוצים לבנות משהו, הם רוצים לעשות משהו, והם רודפים אחרי המטרות שהם מציבים לעצמם, וסובלים מהרבה מאוד מצוקות ודאגות וכישלונות בדרך, והרבה פעמים לא משיגים כל החיים את מה שהם רוצים. Thanks a lot. Yeah, thanks a lot. I think this was the last song, and it was nice to be here. Thank you for all the smoke and lights. And this is Miho. Yes, thanks. Ciao. Thank Mwah. You. Ciao, ciao. Ja, hallo und zurück im Laderaum 4 und zwar nicht im Juni, sondern im Juli und heute. Ja, das war die Aufzeichnung von Rüsskinder. Thanks again to Asaf and Miho from Rüsskinder. War eine steile Nummer. Und ja, Felix, wir kommen jetzt auch schon zum nächsten Punkt. Das ist auch wieder eine Aufzeichnung. Also ist heute schon so eine, naja, keine Fake-Live-Nummer, aber also hinten raus wird es noch liver. Aber jetzt ist gerade eher so Moderations-Live und der Rest ist aus der Konserve. Und zwar war Felix Kubin hier im Mai. Wir haben hier eine längere Aufzeichnung und eine Session gehabt im Maschinenraum. Da gab es ein erstes Gespräch für all die Fans der ersten Stunde oder so. Da wurde ja schon über die große Pause, über so eine Hörspieladaption von Felix gesprochen. Und im Anschluss hat sich dann so ergeben, dass Urs Blaser und er sich irgendwie noch zusammengesetzt haben. Und daraus sind drei Teile entstanden, wovon der erste heute ausgestrahlt wird. Genau. Ja. Genau, aber vielleicht erzählen wir irgendwie ganz kurz mal ein bisschen, wer sind die beiden eigentlich? Genau, ich würde mal anfangen. Urs Blaser, genannt Blo, ist quasi der Kulturkapitän hier auf dem Schiff.
Der hat seine musikalische Karriere ziemlich früh angefangen mit Flöte und Saxophon. Und irgendwann hat er entdeckt, dass man Lautsprecher und Verstärker und allen möglichen technischen Kram tatsächlich eben auch als Instrumente benutzen kann. Und hat sich irgendwann dann auf den Weg gemacht mit einem mobilen Ton- und Radiostudio im Auto und ist mit verschiedenen Leuten quer durch die Republik und nicht nur durch die Republik, sondern auch durchs europäische In- und Ausland gefahren. So, und eines Tages war irgendwie das Gefühl, ja, irgendwie so ein Auto ist nur begrenzt und da passen nicht so viele Leute rein und dieses Auf- und Abbauen immer an verschiedenen Stellen wird irgendwie zu mühsam, irgendwie muss was Größeres her. Und dann gab es so Überlegungen Anfang der 90er, ja, man könnte das irgendwie in so einem Flugzeug machen oder auf dem Schiff. Und tatsächlich ist es halt ein Schiff geworden. Genau, da kam 1992 dann irgendwann die Stubnitz ins Spiel und dann wurde hier viel umgebaut mit mehreren Menschen und es war sehr umtriebig, das Schiff ist viel gefahren und verschiedene Städte und verschiedene Projekte und immer so am Puls der aktuellen Musik, was passiert gerade, womit beschäftigen sich die Künstler an Zeitgeschehen mäßig so. Genau. So viel vielleicht zu Blo erstmal, der auch tatsächlich heute noch an Bord ist. Aber dazu vielleicht später mehr noch ein paar Sätze. Ich würde jetzt mal an Stefan weitergeben. Genau, weil da kommt auch Felix Kubin ins Spiel. Er begleitet das Schiff auch schon länger, war in den 90ern schon hier, früh 2000er auch öfter. Und wie 2015, soweit ich mich richtig erinnere, das letzte Mal mit Mitch & Mitch. Und Felix Kubin, er ist ja schon ein Hamburger Kind dann auch, seit den 80ern aktiv in verschiedenen Bandprojekten, solo unterwegs, in Kooperationen, macht Musik konkret und Synthesizer-Kompositionen, Elektropunk, Kammerorchester. So eine ganze Bandbreite an allem, was mit Synthes zu bespielen ist und auch darüber hinaus, also Hörspiele, Radio-Features, Animationsfilme. Es gibt eine aktuelle Doku gerade so, die weniger eine Doku ist als über ihn, als einfach auch so gerade die Musikwelten, die er so bespielt, mitnimmt. Er macht Workshops, Vorträge, Musikproduktionen für Film und Theater, arbeitet gerne mit poetisch-surrealistischen Texten und Wortarbeit insgesamt. Hat in den 90ern noch ein Label gegründet, Gagarin Records. Auch mit diesem Label war hier eigentlich recht viel los, wenn man ins Archiv schaut. So gibt eine ganze CD auch, die damals released wurde, wo hauptsächlich Künstlerinnen und Künstler von Gagarin Records am Start waren. Und um den Bogen zu schließen, am 28.05. ging es hier eben um diese Hörspieladaption Die Maschine steht still. Das tut sie ja seit Corona tatsächlich, zumindest für uns im Kulturbetrieb. Andere Betriebe machen ja weiter, haben offen, da ist es anders. Hier ist es auf jeden Fall so, dass erstmal dicht ist, die große Pause. Also da haben wir eine ganze halbe, dreiviertel Stunde darüber gesprochen das letzte Mal. Und ja eben, dann kamen Urs und Felix dazu, sich zu unterhalten und jetzt sind drei Teile entstanden. Der erste Teil, der kommt heute und die Teile 2 und 3, da wird es um akustische Räume und Klangkörper gehen, um musikalische Bildung, wie man überhaupt zur Musik kam, um musikalische Erfahrungen und Zugang zu Musik. Und die heutige Nummer ist, was ist das? Genau, aktuelle Musik in der Stadt haben wir die betitelt. Genau, ich würde einfach sagen, schauen wir mal rein, ne? Wie heißt das denn so? Mats ab oder sowas, ne? Oder wie war das früher? Mats ab? Mats ab? Mats ab. Mathe ab. Ja. Also los. Die geselligen Veranstaltungen, das ist ja eigentlich immer dasjenige, was dann so die größeren Events sind, mit denen ja. Wir das Konzertprogramm quer subventionieren. Das würde ja sonst gar nicht gehen. Ja. Ja? Also ja. Das ist ja so diese, sag ich mal, diese traurige Realität in Deutschland, dass man aktuelle Musik mit Bierverkauf finanziert. Ja. Und mit Bierverkauf und mit geselligen Veranstaltungen. Also das ja. sind wir auch nicht die Einzigen. Es gibt auch Leute, die machen nur gesellige Veranstaltungen oder mit Musik.
Ja. Aber bei uns ist es schon deutlich so, dass dann auch das Team, eigentlich das Produktionsteam, die geselligen Veranstaltungen produziert, um dann wieder was machen zu können, was von Interesse ist. Ja. Das hat uns ja immer begleitet. Also das ist ja, ja. Ja, ja. Und ihr habt ja über die ganzen Jahre immer sehr konsequent auch extrem entlegene, experimentelle, undergroundige Sachen hier veranstaltet, ne? Ja, eigentlich ohne Rücksicht auf Verluste eigentlich. Ja. Alles, was spannend ist, oder zum Teil ist es auch so, dass man denkt, ein Projekt ist spannend, dann ist es vielleicht weniger spannend oder umgekehrt. Und dann sind das, wir haben nicht so ein, wir haben nicht eine wirklich, also wir haben jetzt nicht eine Booking-Abteilung, die wirklich gut evaluiert, was sind die Werte in der aktuellen Musik, die man in Hamburg unbedingt zeigen muss oder die man präsentieren muss, in Hamburg oder auch früher in anderen Städten. Das fehlt eigentlich, diese systematische Evaluierung fehlt, die können wir uns nicht leisten. So gesehen ist halt auch, dass halt Projekte an uns herantreten und dann, wenn es einer schafft, irgendwie, dass er auffällt, dass einer sagt, das könnte spannend sein, dann machen wir es halt. Ja. Ja. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass ihr dann diejenigen wart, die es gemacht haben. Ja, ja. 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 Also für mich war im Grunde immer die Idee des Experiments wichtig. Und ich finde, dass das Wort natürlich oft falsch benutzt wird. Also ja. Wenn man sagt, experimentelle Musik, ist es im Grunde ein Genre, was man damit beschreibt. Aber Experiment im ursprünglichen Sinne bedeutet ja, dass man nicht genau den Ausgang kennt. Also auch die Gefahr besteht, dass es schief läuft, dass man sich quasi immer mal wieder nah an den Rand des kalten Wassers bewegt oder auch mal ausrutscht und reinfällt und dadurch immer wieder so eine neue Taufe hat. Das scheint auch so ein bisschen hier so der Geist zu sein, oder nicht? Ja, auf jeden Fall eigentlich. Bei allen, die im Booking was zu tun haben, bei mir bestimmt auch besonders stark. Ich habe als Musiker eigentlich schon immer Klischees gehasst. Ich habe Interpretation gehasst. Mhm. Und für mich ist gutes Experiment ist noch nicht mal unbedingt das Wesentliche. Für meine Begriffe ist die Musikalität ist an erster Stelle und dann schon eigentlich die unbekannten Hörerlebnisse, also so die Hörkultur. Ja. Und dort ist dann eigentlich, je größer die Spannbreite ist, desto besser. Also stilistisch oder von den Genres her. Oder, ja. Und gab es auch mal so Veranstaltungen, bei denen die Erwartung der Bühne, die da so ihren Ort hat und wo das Publikum ist und so weiter, komplett unterlaufen wurde? Habt ihr zum Beispiel die Bühnensituation mal völlig aufgelöst oder hier irgendwas stattfinden lassen, das die Leute wirklich verwirrt hat, weil es nicht das war, was sie von der Stücknitz erwartet haben? Ja, immer wieder, ja. Also wir verprellen zum Teil auch Publikum, einfach weil es zu vielfältig ist. Also es gibt ja viele Musikclubs, die haben vielleicht so einen Hauptgenre, aber dann benachbarte Genres, die sie mitbedienen. Und das, aber schon so, dass ein Publikum ein bisschen weiß, ich gehe dahin, ungefähr so kriege ich was geboten. Und da sind wir ja schon einfach zu breit aufgestellt. Mhm. Deutlich zu breit. Also das geht ja. Aber das andere räumlich natürlich auch. Also räumlich gibt es so im Laufe der Zeit auch alle Aufhebungen, die denkbar sind. Habt ihr auch mal hier im Maschinenraum was veranstaltet? Nee, das nie. Das nie. Also veranstaltet schon, aber nicht jetzt Musik, nicht Konzerte mit Publikum oder. Weil der Raum ist ja sehr, ich wollte gerade sagen, aromatisch. Also der Geruch, also ich meine, er ist ja also auratisch, ne? Ja. Ja, also es geht so für Live-Rollenspiele und so ein Kram oder so. Es gab so ein paar Inszenierungen, die wir gemacht haben, aber das muss man dann auch relativ gut betreuen. Also es geht mit kleinem Publikum nur und dann muss man es relativ gut betreuen, weil es halt wirklich so ist, dass die ganzen Hebel und so, wenn man die betätigt wie in einem Museum, dann kommt es nicht gut da. Ja. Das habe ich mir schon gedacht, dass dann einige hier, die da ein bisschen verstrahlt sind, anfangen mal auch an den Schräubchen zu drehen.
Ja, das wird dann gefährlich. Ja. Oder die Flaschen da runterwerfen in den Schlick, nee, wie heißt das? In die Klische? In die Bilge. In die Bilge. Ja. Ich habe mich manchmal gefragt, warum es eigentlich immer so eine Tendenz gibt, sich immer an dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu orientieren. Also sich eigentlich immer so nach unten zu orientieren, statt sich nach oben zu orientieren. Also zu dem, was anstrengender ist und was einen erfordert und so weiter. Es gibt immer so eine Tendenz, also auch so, weiß ich nicht, so im Unterhaltungsbetrieb oder wie man das nennen soll, immer so nach unten zu gucken und zu sagen, ach, das ist alles zu anstrengend, jetzt lass das doch mal ein bisschen vereinfachen und so. Die Leute wollen sich entspannen, so ungefähr. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder was du vielleicht, hast du so eine Entwicklung gesehen? Es ist schon auch so ein bisschen ein deutsches Phänomen jetzt, wenn man das so in Europa betrachtet oder in Nordeuropa betrachtet, ist es vielleicht so ein bisschen ein deutsches Phänomen, dass die Art und Weise, wie aktuelle Musik gehandhabt wird, hängt natürlich mit dieser Bierfinanzierung zusammen, dass man dann eigentlich zu stark einfach auf populäre Musik abstellt, die meisten Clubs. Ja. Und das ist dann ein Überlebensprinzip. Und das ist halt hier stärker ausgeprägt als jetzt in da, wo die guten Beispiele sind, Skandinavien oder Frankreich oder Belgien oder Holland zum Teil in Polen und so weiter, wo wirklich eigentlich aktuelle Musik einen Status hat wie hier, sag ich mal, das freie Theater. Also hier hast du institutionelles Theater und freies Theater, und das würde niemand in Frage stellen, dass die Förderung und die Subventionierung oder Finanzierung von freiem Theater kein öffentliches Interesse ist oder kein gemeinsames Interesse ist. Und bei der Musik funktioniert das irgendwie nicht. In Deutschland nicht, auch in anderen Ländern nicht, aber jetzt im europäischen Raum gesehen ist das wirklich eine eigenartige Position. Und das hängt aber natürlich von dem Überleben ab. Also wir sind blöd genug, dass wir halt die gesellschaftlichen Anlässe produzieren, um dann das andere machen zu können. Aber das ist ja schon widersinnig. Das ist ja so, als ob in der Elbphilharmonie irgendwie die Mitarbeiter erstmal eine Hochzeit irgendwie bedienen würden, um dann wieder ein Konzert machen zu können. Oder was weiß ich. So, irgendwie ist es ja widersinnig. Und dass wir das letztlich machen, hängt schon damit zusammen, dass einfach die einzelnen Leute, die mitmachen, dieses kompromisslose Interesse eigentlich an aktuelle Musik haben. Sonst wäre das nie gegangen und wäre auch schon ewig lange tot. Ja, habt ihr denn bestimmte Finanzierungen, mit denen ihr eure Konzerte machen könnt oder einzelne Veranstaltungen? Wir haben im Prinzip gar keine Förderung mehr. Wir hatten früher in der Stadt Rostock, solange Rostock so der Hauptstandort war, wo wir ja über lange Zeit zumindest so die Hälfte der Zeit gewesen sind, da hatten wir eine Projektförderung, die regelmäßig war. Und auf der anderen Seite hat es auch nicht gereicht, um das Schiff zu erhalten. Also wir haben nicht genügend erwirtschaftet, um die Betriebskosten und die Erhaltungskosten vom Schiff zu finanzieren, sind dann entsprechend immer ins Ausland gefahren, um die Defizite wieder einzuholen. Ja. Ja, bis uns das dann die Stadt vorgeworfen hat, dass wir ja nur noch die Hälfte der Zeit vor Ort sind, und das sind kommunale Förderungen, die das Projekt geben, damit das Projekt dann die Hälfte der Zeit nicht da ist. Ah ja, also, das wollen die nicht. Das fanden sie dann uncool, aber mehr fördern wollten sie auch nicht, und so ist das irgendwie dort zu Ende gelaufen. Wie siehst du das? Ich habe immer gesagt, wenn also ein Ort fängt erst dann an, so zu pulsieren und irgendwie aufregend zu werden, also ich meine jetzt eine Stadt oder ein Viertel oder sowas, wenn es es muss Leute geben, die gute Ideen haben, so, und auch, sage ich mal, die Energie, das durchzuziehen, was sie machen wollen. Und also es muss gute Künstler und Musiker geben, es muss
mindestens einen guten Plattenladen geben, der das alles auch vermittelt und verbindet mit vielleicht anderen anderer Musik aus anderen Bereichen und ein guter Veranstaltungsort. Und wenn aber eines von dem fehlt, dann kommt die ganze Sache nicht so richtig in Gang. Weil man, oftmals wird immer nur über die Künstler geredet, aber ich finde, das bringt überhaupt nichts, wenn da gute Künstler sind. Aber wenn die Orte dafür nicht da sind, an denen sie sich ausprobieren können und rumexperimentieren können. Und manchmal ist es sogar so, dass ein guter Ort oder ein guter Ort, ein Plattenladen, sogar die Künstler produziert. Dass die quasi dadurch entstehen. Vielleicht noch mehr als umgekehrt. So. Ja, und ganz wichtig eigentlich braucht es jemanden, der glaubwürdig darüber schreibt auch. Richtig, genau. Ja, habe ich vergessen. Ja. Stimmt. Und das, das ist aber Mangelware im Moment. Das ist ganz schön schwer. Das ist auch eines der Probleme. Ja. Das ist echt also, eines Problem. Ja. Also es gab damals diesen tollen, an den möchte ich jetzt doch mal erinnern, hier C.V. Liquidski. Kennst du den noch? Ja. Das war auch Musiker, der hat bei der Gruppe Cinema Verité so ein Duo gespielt. Die haben auch so Industrial-artige Sachen, aber manchmal auch mit Rhythmik und so gemacht. Und ziemlicher Trinker, schwerer Trinker, muss man sagen. Schwerer Wodka-Trinker und so. Ist deswegen leider auch sehr jung gestorben. Ich glaube, 41 oder so war der. Und, aber der hat einen unglaublich tollen Schreibstil gehabt. Also man wusste im Grunde, brauchte gar nicht genau zu wissen, was er eigentlich meinte, weil er hatte wirklich sehr fantasievoll geschrieben und so. Das waren eigentlich schon Kunsttexte, die er geschrieben hat. So. Aber solche Leute fehlen so ein bisschen. Der war auch als Musiker toll. Wir haben eine schöne Aufnahme im Archiv im Duo. Das war mit Jetzmann, ja. Mit Jetzmann, genau. Ja, ganz toll, ja. Ja.
wenn man jetzt Frankreich anguckt, wo jede Stadt, die größer ist als 100.000 Einwohner, sage ich mal, ein Zentrum für aktuelle Musik hat, was dann 30-70% vom Budget öffentlich finanziert hat, die setzen dann Ansprüche halt um. In der Umsetzung, ja, du hast dann nicht der Autodidakt, der einen Freiwilligen irgendwie ausbildet, sondern du hast dann einen Tonmeister, der einen Azubi hat, weißt du, also ein anderes Niveau in der Produktion, und dann hat man ein anderes Niveau eigentlich im Programm, dass man wirklich versucht, relevante aktuelle Musik auch stattfinden zu lassen örtlich. Mhm. Und dann und das glaube ich, ist vor allem deswegen wichtig, weil man damit das Niveau vom Publikum aufbaut, ja, was dann wiederum benötigt wird eigentlich, damit eine interessantere Musikszene überleben kann. Ja. Und das ist eigentlich das, was halt jetzt in Frankreich zum Beispiel sehr gut funktioniert. Wir beobachten gerade, dass Frankreich mehr und mehr einfach eine riesen Menge von total faszinierenden Bands hat. Ja? Wie es auch jetzt so Kopenhagen-Szene natürlich genauso, oder so diese in Skandinavien, Norwegen auch und Finnland und was weiß ich. Und hier würde man ja eher sagen, dass das Niveau vom Publikum eher sich verflacht hat. Ja, und dass es dann ganz schwierig ist, die auch abzuholen eigentlich, dass man dann, ja, was muss man jetzt Na, weil als... Weil das Argument die ganze Zeit ist, also jetzt sage ich mal einen Sender, der jetzt nicht besonders progressiv ist, wie NDR zum Beispiel, das Argument ist oft, dass man sagt, wir müssen unsere Hörer auch abholen und wir können unsere Hörer nicht überfordern, und eigentlich wird immer so voraus einen Gehorsam, die Überforderung des Hörers vorgeschoben, aber eigentlich steckt dahinter auch das Interesse des jeweiligen Programmmachers. Ja. Also ich glaube, wenn es starke Persönlichkeiten gibt, so für mich eine großartige Persönlichkeit war Klaus Wellershaus zum Beispiel, damals so ein Hamburger Moderator und Redakteur, der hat einfach total schräges Zeug gespielt, und zwar nachmittags um 2 auf einer Sendung, die hieß dann Pop 3. Immer noch mein Paradebeispiel. Um 14.20 Uhr läuft die tödliche Doris im Radio, wo man so denkt, das ist so 7 tödliche Unfälle im Haushalt. Also zu einer Zeit, wo wer hört da Radio? Weißt du? So 12, 13-Jährige wie ich dann, die das so mitschneiden und denken, das ist ja völlig krank. Ja. So erstmal gar nicht verstehen auch und dann nochmal anhören und so langsam rein. Aber solche Persönlichkeiten, genauso wie John Peel oder sowas, die teilweise aber auch dann von ihren Vorgesetzten beschützt wurden, weil die sonst schon ein paar Mal rausgeflogen werden, die prägen dann eine ganze Generation. Ja. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Chance jetzt, wenn man sagt, okay, so wie wir Musikprogramm gemacht haben, oder wie wir Angebote gemacht haben, wird da auf Zeit nicht mehr funktionieren. Also, dass man große gesellige Veranstaltungen macht, um dann ein Musikprogramm anbieten, geht ja nicht mehr, ist ja vorbei. Ja? Und wenn man sich vorstellt... Weil das eine das andere nicht mehr tragen kann, oder? Ja, wenn du jetzt rangehst und sagst, jetzt braucht jeder Besucher braucht 5 Quadratmeter Fläche für sich, ach so, so dann geht gar nicht mehr. Das heißt, die ganze Live-Musik, alles, was jetzt nicht das kulturelle Erbe ist, die musikalische Tradition, ist das, was heute Live-Musik ist, wird im Prinzip wegfallen. Ist gar nicht mehr produzierbar, finanzierbar. So. Und jetzt kommt so eine Weichenstellung, wo man sagt, entweder begreift jetzt die öffentliche Hand, dass es ein gemeinsames Interesse ist, dass das auch weiterhin stattfindet, und dann muss man das neu organisieren. Und dann kommt genau der Punkt, wo man sagt, okay, wir brauchen... Im Einzelfall muss man immer gucken, jemand, der ein Publikum hat, wo Leute, die Musik hören wollen, hingehen. Dort gibt es ein gemeinsames Interesse, dass man zusätzliche Werte möglich macht, um dort eine Dynamik
herbeizuführen oder zu ermöglichen. Und das wird jetzt die große, eigentlich bin ich fast froh darum, dass dieser falsche Weg der Finanzierung der eigenen Arbeit oder des eigenen Anspruchs, dass das nicht mehr funktionieren wird. Mhm. Also wird man sehen, entweder gibt es da eine neue Weichenstellung, dass man sagt, ja, aktuelle Musik, genauso wie Theaterkultur, es braucht die freie Kultur, die halt eine wichtige Funktion hat für die Entwicklung der Musik, die brauchen wir auch in Zukunft noch, oder dann ist es halt, oder dann gibt es halt nicht mehr. Ich bin eigentlich froh darum, dass jetzt so diese Weichenstellung kommen muss. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass die, selbst wenn Leute gute Musik machen und sowas, wenn es nicht die Bilge gibt, den Ort, wo sich das so sammelt und wo man mit anderen Leuten in Kontakt kommt und das Ganze auch was Aufregendes hat und Spannendes, dann funktioniert das eigentlich nicht. Ja. Und das war, also für mich waren das extrem wichtige Jahre da in diesem irren Plattenladen, den es in Hamburg gab, da unterm Durchschnitt, den Uli Dr. Kurt Euler da gemacht hat. Weil in der Zeit, das war für mich wirklich so, als hätte ich irgendwie mich mit einer bestimmten Art von Musik wie in so einem Studium beschäftigt. Mhm. Also erstmal war da immer eine sehr eigenartige Atmosphäre in dem Laden. Man hatte so ein bisschen Angst auch. Und dann liefen da aber auch sehr interessante Leute rum, die teilweise selber sowas gemacht haben, die sich in so Codes unterhalten haben. Mhm. Und das hatte alles so ein bisschen was von einer Geheimloge. Und ich glaube, das ist auch ein Teil davon, so etwas attraktiv zu machen. Dass man merkt, also zum Beispiel merkte ich, okay, es gibt Leute, die sind über 30, über 40, die komplett unbürgerlich leben. Mhm. Also ich meine jetzt vor allen Dingen unbürgerlich vom Kopf her. Mhm. So, die komplett neben diesem Raster, wie eine Woche eingeteilt ist und wie ein Familienleben stattzufinden hat, die das komplett beiseite geschoben haben und eine ganz andere Einteilung haben für sich, ganz viele andere Schwerpunkte. Und deswegen meinte ich immer so, es braucht auch diese Orte, weil die diese, die erzeugen sozusagen so eine Art Bild, ja? So ein Sammelpunkt, wo sich diese Flüssigkeiten und auch der Schmutz und sowas auf eine interessante Art miteinander vermischen. Mhm. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass das auch passiert. Also es kann nicht nur in so klassisch in Klassenzimmern stattfinden, das meine ich. Nee. Ja? Ich glaube schon, es muss, aber das, was in Frankreich einfach die Zentren für aktuelle Musik benannt wird. Ja. Wo man dann sagt, okay, das, je nachdem, die haben unterschiedliche Bedingungen. Der eine wird zu 30% gefördert, der andere zu 50%, der andere zu 70%. Der eine hat eine größere, auch nationale Bedeutung, der andere hat eine regionale Bedeutung und so weiß ich. Aber das müssen die Kulminationspunkte sein. Ich glaube eigentlich schon. Also dort muss die Gegenwart stattfinden. Wie ich Hamburg kennengelernt habe, was ich wahnsinnig fand, war das Szene-Magazin damals. Ja. Weil da einfach ein Chefredakteur war, der gnadenlos gefeatured hat, was er gut fand. Ja. Völlig egal, ob das groß oder klein, unbekannt, bekannt oder so. Er hat das gefeatured, was er gut fand und hat gesagt, Jungs, da müsst ihr hingehen. Ja. Wenn sie da nicht, und dann hat er große Acts zur Seite gelassen, aber ganz kleine Wind und kleine spannende Sachen. Hier spielt die Musik so ungefähr. Das ist auch extrem schwierig, wenn man so ein Medium nicht hat. In Hamburg. Ja. Hamburg hat im Grunde keine gute Zeit. Es gibt keine Kritik. Es gibt keine Kritik. Es gibt ja sowieso nicht so richtig Popkritik im Sinne. Also das ist ja eher eine soziologische Kritik, aber keine, die sich mit der Musik wirklich beschäftigt, sondern mehr mit ihrem Umfeld. Ja. Weißt du, alleine das mal alleine sagt, habe ich mir vorher bislang gehört, hat sich super. Die super spannend angehört, habe ich das Konzert gesehen, das ist Schrott. Das war echt, ich bin sowas von enttäuscht. Oder auch umgekehrt, habe ich gedacht, ja, kann ich ja mal gucken gehen, wow, jetzt habe ich richtig was gelernt. Oder es war so von, die Kritik ist irgendwie, aber halt auch in der Ankündigung, die Wertung in der Ankündigung, dass man sagt, okay,
die Jungs in Hamburg waren, sind noch nie wehe, du verpasst es. Naja, ich hatte also aus der Zeit in der Szene-Zeitung eine Kritik, weiß ich noch, von einer Alfred Hitzberg Festivalveranstaltung, wo der Kritiker die Leute ganz schön abgewatscht hat teilweise. Aber der ist da so, das geht so rauf und runter. Und auch sehr lustig. Lustig, gehässig und so. Also wir wurden auch, also wir haben auch immer einen rübergebraten bekommen. Die altklugen kleinen Kinder da, was wollen die eigentlich da? Was nerven die da rum? Aber Alfred hat echt eine Nase, muss man sagen. Also der hat immer wirklich gute Sachen. Ja. Manchmal dachte man wirklich so, was will er denn damit jetzt gerade? Und aber man merkte dann, dass jemand oder irgendeine Band oder sowas gefunden hat, die sich wirklich über lange Zeit entwickelt oder behauptet. Mhm. Ich weiß, das ist ein unglaubliches Talent, was der hat. Ja. Ja. Du, ich guck mit relativ viel Sorge, oder mit relativ vielen Fragezeichen nach vorne so. Gell? Und ich frage mich wirklich auch, weißt du, diese sehr total der Hammer, Handelskammer, weißt du, Musikstadt Hamburg, Haspa, Musikstadt Hamburg und was weiß ich. Mhm. Und das war ja wirklich jetzt, was das Schaffen der Gegenwart anbelangt, da ist es ja nicht im Ansatz passiert. Also die relevante Musik hat nicht stattgefunden in Hamburg, sag ich mal, immer mit Ausnahmen. Ja. War nicht stattgefunden. Und wenn man diese Elemente, die du beschreibst, eigentlich, die nötig sind für eine Kulmination, ja, wenn man das, ohne das wird es nicht gehen. Also wenn man sagt, wenn man das wirklich mit Leben füllen will, jetzt außerhalb des kulturellen oder jenseits des kulturellen Erbes, dann müssen wir eigentlich diese Elemente müssen wir organisieren. Ja. Und da denke ich mir, Clubkombinat wäre doch eigentlich die Chance, wenn man ein Kombinat draus macht. Ich schätze es sehr toll, ich schätze es sehr, was sie jetzt auch in der jetzigen Zeit mit Informationspolitik und mit, ja, sie bündeln Interessen, sie machen Verhandlungen und so, ist alles extrem wichtig, aber eigentlich müssten wir weitergehen und sagen, eigentlich braucht man ein Kombinat, weißt du, was halt ein Sprachrohr ist, was eine Kritik macht, was Kulmination macht, was darauf schaut, dass relevante Projekte halt stattfinden in Hamburg und was vielleicht auch zuteilt, sagt, um das gut rüberzubringen, da passt das hin, in der Ecke kommt das zur Geltung oder da kommt das nicht zur Geltung, lass uns das besser nicht auf einem blöden Dampfer machen, wir machen das, da gibt es was Netteres für, oder weißt du, das ist vielleicht so das, was ich mir frage. Und du hast eigentlich, du kennst Hamburg viel besser als wir das kennen. So, ich kenne die Wasserkante in Hamburg, kenne ich relativ gut. Mhm. Die Clubszene kenne ich ganz wenig eigentlich und die landseitige, diese ganze, habe ich alles keine Ahnung von eigentlich. Also ich frage mich so ein bisschen, wie man das angehen müsste. Das Kombinat. Das Kombinat, ja. Ja. Durch Unterwanderung. Durch Unterwanderung. Das haben wir eben schnell gemacht. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Blo, alles Gute. Hallo Blo, alles Gute zum Geburtstag auch von mir. Všechno nejlepší. Alles Gute. K narozeninám. Zum Geburtstag. Enjoy it a lot, Blo, and greetings for our strange holiday. Alles Gute zum Geburtstag, Blo, lass es dir gut gehen. Happy Birthday, Herr Blaser. Jesus und Aaron. Bye. Nur Blo oder was? Nichts. Hallo Blo. Alles Gute zum Geburtstag und auf die nächsten 260 Jahre. Lieber Blo,
herzlichen Glückwunsch zum 60. Hoffen wir nochmal so viel. Alles Gute, viel Glück im Leben. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch zum 60. Blow, bleib gesund. Alles Gute zum Geburtstag. Auf dein Wohl. Hallo Urs, von den 60 Jahren, die du auf diesem Erdenrund bist, kennen wir uns über 25 Jahre. Du bist nicht wegzudenken. Es gab harte Zeiten, ziemlich viele harte Zeiten und gute Zeiten. Letzte soll man ja immer bei sich behalten. Mach weiter, lass dich nicht unterkriegen, bei dem Kopf auf dem Hals und hab Spaß am Leben. Schönen Gruß von uns Baltikum. Hartelijk gefeliciteerd met je 60ste verjaardag. Ahoi Blo! Alles Gute! Und Prost! Und bald in echt in Hamburg!
Ja, hallo. Zurück im Laderaum 4, im Hier und Jetzt und Heute. Ja, ihr habt gerade einer guten halben Stunde Blo und Felix Kubin zugehört. Zwischendrin gab es einen Clip von Jetzmann und gerade noch einen von Salve Hunter von 2013 im Dezember hier in Hamburg. Felix, du hast vorher schon ein bisschen Blo vorgestellt, wie das hier so früher so lief, als sie ja angefangen hat. Das angefangen ist ja schon in den 90ern. Heute würde ich jetzt mal noch dazu sagen, hat sich echt einiges geändert. Blo ist eigentlich hauptsächlich in der Koordination und in der Dokumentation und Kommunikation mit allen Behörden und mit den Förderern am Start, erstellt und pflegt das Leistungsverzeichnis und regelt die ganzen Dinge zwischen BKM und der Stadt Hamburg und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Das ganze Ding hier, die 80 Meter Stahl, müssen verwaltet und permanent entrostet werden. Und das ist halt das Ding. Genau, das ist das Ding. 2.500 Tonnen Stahl. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt irgendwann. Aber genau, Ziel dieser ganzen Geschichte ist natürlich, dieses einmalige Industriedenkmal und auch diese einmalige Kulturstätte möglichst viele Jahre noch zu erhalten. Als Ort und auch als seetüchtiges Seeschiff, was vielleicht auch nochmal irgendwann andere Häfen anlaufen kann. Genau, das ist halt tatsächlich auch nur mit Hilfe von vielen Paten und Unterstützern ehrenamtlicher Art und Weise und auch geldlicher Art und Weise möglich. Und da sind wir wahnsinnig dankbar für. Genau, und wir zeigen tatsächlich immer pro Sendung einen so einen kleinen Einblick in eine jeweilige Baustelle. Die heißt bei uns Rust Never Sleeps, weil das halt... Rost nie schläft. Ist halt so, ne? Stahl und Wasser, schlechte Kombination. Genau, dieses Mal gibt es halt tatsächlich noch den Werner und die Ankerwende, wie vorhin schon angekündigt. Genau, wer noch Interesse hat, sich hier auch mal umzuschauen und das vielleicht noch nicht kennt, der hat am 13.09. die Möglichkeit, zum Tag des offenen Denkmals vorbeizukommen. Corona-bedingt wird es so sein, dass wir am Sonntag 3 Gruppen hier machen, für die man tatsächlich im Vorfeld kostenfreie Tickets buchen kann bei Tickets for Gigs. Muss man sich auch mal vorstellen, kostenfreie Tickets, also ihr kauft ein Ticket, ohne dafür was zu zahlen, also das ist dann ein kostenfreies Ticket. Und warum? Ja, das hat damit zu tun, dass wir natürlich hier nicht 1000 Leute übers Schiff jagen können in 2 Stunden, weil wegen Aerosole und so. Genau, und deswegen ist das eigentlich, kann man auch sagen, es ist zwar ein Ticket, aber eigentlich ist es nur eine Zeitreservierung. So, genau. Kommt gerne vorbei, guckt rein. Es werden kompetente Menschen euch durch dieses Schiff führen und euch ein paar Dinge erzählen und erklären. Okay, ja. Also bei Ticks for Gigs kriegt ihr dann die umsonst Tickets und könnt dann hier antanzen und zeigen lassen. Die sind noch nicht online, aber das passiert jetzt die nächsten Tage. Muss ich noch machen. So ist das oft. Ja, leider. Aber genau, schauen wir doch einfach mal rein. Die Ankerwinde mit Werner. Viel Spaß. Ja, wir haben hier die Ankerwinde. Da haben wir noch einige Reparaturen durchgeführt. Einmal in der Fundamentierung, was so heißt, wenn du mal, das ist ein Spill. Da werden die Leinen mit aufgeholt. So, und da kommt natürlich starke Beanspruchung drauf. Wenn das Schiff anlegen muss, werden die Leinen geholt. So, und da war das Fundament durchgerostet hier für diesen Spillkopf. Und das war das schwierig, damit wir die Ankerwinde nicht auseinander müssen, um dieses Fundament neu zu machen oder teilerneuern. Da haben wir dieses abgefangen, das Spill, damit sich das beim Montieren oder bei der Demontage und bei der Reparatur nicht verzieht. So, da mussten wir ganz vorsichtig vorgehen und haben hier ein neues Fundament untergebaut. So, das sind Einzelteile aus Stahl.
die dann nach und nach unter dieses alte Fundament gebaut wurden. Wurde teilweise rausgeschnitten, Teil erneuert, wieder rausgeschnitten und wieder erneuert, damit wir hier keinen Schweißverzug reinkriegen in diese Wellenlager. So, das haben wir auf Backbord und Steuerbord gemacht. Das ist jetzt soweit abgeschlossen, muss noch ein bisschen geschweißt werden. So, und dann machen wir eine Funktionsprobe und hoffe, dass das dann funktioniert. Und dann werden wir das auch dem GL vorführen, dass die Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. So, da haben wir vorne noch vor der Ankerwinde waren starke Abrostungen. Das heißt, hier mussten wir teilweise Knie oder Stützbleche für die Fundamente erneuern. Das kann man hier sehen, da wurde ein neues Blech eingesetzt. Auf der anderen Seite, so, das ist natürlich, wenn der Anker zu Wasser geht, kommen hier sehr starke Kräfte auf, die natürlich dann, wenn der Anker zum Stoppen kommt oder wenn das Schiff sich zieht, dass das Fundament stabil ist und auch eben dementsprechend hält. Das ist eigentlich die Instandsetzung der Ankerwinde hier. We'll be right back.
Okay, so we are back in load 4. Kellen. Hello. Hello, nice having you here aboard. Thank you. Thanks for having me. Yeah, thanks for being here. I do my best, you know. Okay, so we continue that now, like, thanks for... Yeah, cool. Thanks, yeah. Yeah, cool, yeah. No, you. Yeah. No me, no you. So you, Kellen Tryon, or who are you? My name is Kellen Tryon Mills, that's the Tryon, which is a very strange middle name to have, but yeah, that's my name. What's the meaning of Tryon? I have no idea. Me too. It's Irish, that's all I know. Oh, okay. It was like named, well, my grandfather, or my great-grandfather was named Tryon, so my parents dubbed me thus, they called me this, but there's no like story behind it. So it's ancient. It's old. It's old. Yeah, it's very old. It's not that interesting. Right? And that's the name of your band as well? Yeah, now, yes. Yeah. But, you know, sort of. So, in the end... Because we couldn't... there's, like, a ton of Tryons, like, on, you know, social media and all this shit. Yeah. And I was surprised, because it's, like, Tryon is such a bizarre name, you know? Like, so I would think no one would have this, but anytime you try and tag... Like Diego was saying, or like, you know, everyone else in the band was saying, they couldn't tag the band. And I was like, fuck, okay. Yeah, I also have some troubles to tag the Kellen Tryon Mills. Yeah. And then you want to type in Tryon, but you have to That's why I changed it to Kellen Tryon Mills, because like, that's more unique, I guess. That's more unique, yeah, for sure. I didn't realize Tryon was like not unique. Yeah. I just assumed. Anyway, sorry. Easy. And you're the bass player of your own band. Yeah. That's the only instrument I can play, like, okay. Yeah? Yeah. Like, relatively well. Okay. And who writes the notes? Me. All notes? Yeah. For everyone? Mm-hmm. That's the thing, huh? Yeah. You're more composer than the bass player? I don't really consider myself technically, like, the best. I think I just serve a purpose, you know? I'm kind of like the cog in a machine that, like... delivering music that no one wants onto them, just being forced, like, no, I like this, I guess, leave me alone, you know. Okay, so you're here with a new EP, or like the first EP of your new band. Exactly, yeah. Yeah. But it's not the first time you're here. No. I was in Alex's Hand, and that was like an old project, which was more avant-garde type music. I don't know. I hate trying to label it as something, but it's, you know, more progressive or I don't know. More avant garde. How you explain it? I think we had like a different ethos that was like more like punk almost. I know that sounds strange because it was like jazzy, whatever. But like, I think our mentality, me and Nick, the old drummer, who he and I both wrote everything together. So like, we had just kind of this weird, like, anti-music mentality. Like, not, you know, we were very anti-commercial at the beginning and against, like, product. And, like, we hated music that sounded like a product. So that was kind of, like, our intention with the music we made at the time for, like, 8 years we were together. And, you know, so that was the idea. But now I maybe as I've gotten older, I've relaxed. I'm not as angry. You get more into the pop world and pop music. I've always loved pop music. I love everything. I just, you know, I think now I just like to make tight, shorter pieces. And then in the past, I was more interested in like just making crazy, like abrasive, aggressive type stuff that like challenged people more. Like I was more wanting to push people into like a certain way. Yeah. And now I don't necessarily care. I mean, of course, you know, I want people to like whatever, but like I feel like now I'm more relaxed about it. Like I just want to make something that sounds beautiful to me, and then, you know, hope that other people also find it beautiful, as opposed to being like, ah, oh, fuck you, Kellen. Like, you know, or something like so that's a different from your old band, from Alex's Hand to Tryon, because you want to please people more now with... I don't know. I still don't like... popish, avant-garde-ish... I guess. Thing. I still don't like people. Like, yeah. I don't like audiences. Or no, I, you know, I...
So the pandemic is totally perfect for you because you can play without audience, yeah. Finally. Well, that was an interesting thing because, like, me and Diego, like, that was kind of like the first step of this whole project. He's a great drummer that I met in Berlin. And, you know, he and I, like, I just had some tunes that I quickly was writing after Alex's hand broke up because we broke up in December. So as soon as the pandemic hit, basically, we were working on this EP, trying to figure it out, and it was just like a quick thing because I just wanted to get some other stuff out. So we worked together on that and like tried to make something different, I guess, than the Alex's Hand stuff. So, but that wasn't the intention. I just, you know, felt like, okay, I want to make this music. You know, I'm interested in doing other things other than the Alex's Hand stuff. At least it sounds different to me. So, like, you know. Yeah, but it was, like, during the pandemic, so it was, like, kind of a strange situation. So the title of the EP, it's Wasted Time. Yeah. It's connected with the pandemic situation in a whole, or it's just, like... Maybe in, like, a subconscious way. Yeah. Like, not so much, like, literally, you know? Like, I think now it could be taken that way because, it's like, people are, like, wasting time sitting in their rooms, you know, forever watching streaming shows and like are online or on Tinder or whatever the hell they're doing, like you know. So it's interesting that it kind of fell during that, but I was also writing some of the music during that time, so it was kind of like a just chaotic period. I think we're all still suffering from it now, even, you know. And I think we're still suffering a couple of while for this thing. For sure. It's very hard for the construction site. There's people. Back again. Yeah. I think we'll still suffer a lot in the cultural scene because, like, everything is starting again now, but we are still locked down. And this is the reason why we're doing the Plattenfrost television. Yeah, I think it's amazing. Beautiful. Yeah. Like, I saw some other streams that you guys were doing. It's just, like, such an interesting concept, I think, in general. I'm surprised that it's, like, you know, able to happen because of, like, the pandemic stuff. It's like, you know, everything is sort of shut down, right? Yeah. I mean do you guys have trouble with running? But let's say, like, the crisis never stops having a crisis. Like, there's always, the crisis is always running for cultural sites, even without Corona. It's it's hard if you aren't a popular site with a big crowd and with the big names. Mm-hmm. And if you're more into contemporary music than in popular music, you always suffer because... But you guys book everything, right? I mean, you have contemporary and then also pop and then... Yeah, it's a very wide range. It's like there are a lot of bookers around, and there's a lot of networking since we're running since 30 years, more or less. Right. And there's a network of people playing with us, or playing with the boat, or playing with the booking. And there's on a genre or on the genre spectrum, there's everything you can imagine. Yeah. I mean, I think I like that, like, because even the first time that we came here as Alex's Hand or whatever, I just appreciated the concept or the idea behind everything because it seemed like it was more set, like, I mean, this is why it's, like, honestly, this is my favorite venue in Germany. It's a, you know, beautiful idea. I love also that it's on a fucking ship, which I don't know how we're going to sink or have Jaws come in and eat us or something, but... No, it's, you know, it's an amazing idea. Do you still idea. Remember if you played two or three times with Alex's Hand? Do you remember the other bands you played with? Or a hard question? Man, Names. Peter or... fuck, I really don't remember. Yeah, me neither. I even didn't look it up. So yeah. I could be more prepared and looked it up, but I didn't. I think, like, something like I don't know, it was like a French name, like... I don't remember, honestly. Yeah. It was like a duo. Like, before this, we played with this duo that was like a guitar-drum duo. It was sort of improvisational stuff. Yeah. I think that was one time. And then, I don't know. Nevertheless. It's gone. Yeah. But you're a full-time musician. Like, your life is music, and everything you do is... Yeah, I mean, it depends on how you classify full-time musician. Because I consider myself, like, a composer, and that's all I actually care about, like, as far as, like, my life is dedicated to just writing music, and that's how I consider myself as a person. When did it start? Like, if I imagine
you grow up and then comes the time you realize, I want to write music, I want to live for music, I want to compose music for different people. And you don't only play the best, you write the music for all your musicians. Yeah, yeah. But even the musicians can attest to the fact that I never studied. I learned everything myself. I had to kind of teach myself. I did learn arrangement in uni. So I learned horn arrangement and piano and stuff like this. But I mean, mainly I played bass in sort of punk stuff growing up. And I never really thought that I would head in this trajectory. But I was really interested in Frank Zappa. And actually, well, no, before this, I heard Pink Floyd. And before that, I only listened to gangster rap and and new metal shit like System of a Down and Korn. And which decade of gangster rap you listen to? I listen to Tupac and Biggie and so 90s. N.W.A. and all this 90s rap. Yeah. I loved it. When I was a kid, for some reason. But my parents played me musicals like Phantom of the Opera and the Beatles and all this stuff. But I never really thought about it as, that's the thing, I never thought about music as an art form until I heard Pink Floyd. And this sounds cheesy, but when I listened to Roger Waters and I realized that he was kind of bleeding, it was musically, it was very extreme and he was very poetic and he kind of combined all these concepts to me that I never thought about music being. Before that, I thought it was just this thing you sell, The popular side, It's like a hit song, cut my life into pieces, or whatever. But once I heard Papa Roach, huh? Yeah, Papa Roach, of course. But once I heard Pink Floyd, I became obsessed with them, and they kind of introduced me to everything else. It sounds cheesy to prog rock, kind of push me into this, but yeah, it's the problem with Pink Floyd is it's a stereotype in some kind of way. Yeah, of course, it's a total stereotype. But it's still amazing. It is, yeah. I think. Yeah. I don't know. Not everyone likes it, but I still listen to it and I love it. Even now. I mean, it's cheesy pentatonic blues rock classic stuff, but I love that shit. It will always be a warm place in my heart. Okay. But Zappa, from Pink Floyd, I found Zappa, and then Zappa kind of sparked my interest in composition and stuff. Yeah. I was like, oh, okay. So I can actually take all my crazy ideas and, spread it out on a bunch of different instruments and make something that's only going on in my head actually come out, And I didn't realize you could do that. When you compose music, is it you have an idea of a whole arrangement of how it sounds, or does it just evolve from step to step and you realize, oh, there's this tiny note there and there are the possibilities here how does your brain work from making music? I think at the beginning, because in the olden times, I would mainly just meet with a drummer and jam, and then we'd just sit in a room and then just make stuff. I mean, that's how Alex Tan went. And before that, I was just kind of fucking around, not really serious or anything. But then as Alex's hand progressed, we kind of... So the process changed because we got tired of making stuff and not having it be exactly the vision that we had in mind. Yeah. And that was both of us together being interested in okay, well, I want to actually take this and turn it into something different than what most musicians would come up with, because we just expect them to figure out their parts, guitar, bring a guitarist in, they just make up their own stuff. And so I don't know, how it progressed is I became more interested in dictator-like in that I wanted it to be a certain way, and I didn't accept it not being, which is sounds very fun for people. Should be a fun time playing with you. Oh, it's super fun. Yeah. Everyone loves me. Yeah. I'm a very nice person. But even if you have six musicians with you, or you're six people, and if you're being a big asshole, nobody wants to play with you, and they play with you, so maybe. And money, you need money. You have to pay. You pay them. Well, I try when I can, not necessarily every time. Okay. But sometimes. Yeah. And I think that, I mean, that's ultimately the thing, because actually for Alex's hand, on the last
album Hungarian Spa that we played for years. Like, we were playing the touring this for a long period of time. That was like written for a large arrangement, so like much like 18, 19 musicians or something like this. Okay. So it's more unlike even the stuff I'm writing now. It's just like with this lineup, it's a little bit simpler to perform than like having like, you know, 20 musicians on stage or something like this. Yeah. It's a little bit harder nowadays to make happen, I think, you know, considering pandemic and then also money. Yeah. Like, it's always a money question. So. Yeah, like it's on we are like the we are a venue and we are inviting bands, but it's the same topic with money. It's always money. It's always money. Yeah, That's all it is. And it's like it's interesting, you know, because I thought more and more. I didn't used to, but like I've realized, like there just needs to be more state funding or something for not just like, you know, of course, like popularity. Can dictate things, I guess, but like also I think there's like a lot of interesting art being made everywhere and it needs to be protected, like culturally, like somehow protected, just like they protect an orchestra, you know, like they'll finance an orchestra, they'll fund orchestras, but they're not funding like crazy avant-garde music or like I'm not even just saying for me, I just mean in general, like contemporary interesting stuff that's happening, whether it's music or painting or film or whatever. It's like, why aren't they financing that shit more? I think that, especially for you guys, you know, showcasing stuff like this, it should be like an automatic. And it's a big chain. Like, if the venues have some money, the musicians are better paid, and exactly, you have this this thing in theater and opera and in every other context, creative arts. But I feel like they look at, especially like in this case, like they look at like, okay, it's rock music or something, it's just like some fucking rock band, so obviously it's not high art or it's not high enough, but like there's tons of contemporary stuff in whatever field, jazz, rock, whatever it is, it doesn't need to be a genre necessarily, but like, you know, it's just like not high enough. It's like all these old guys like sitting back like, wow, that's not culture. I'll tell you what culture is. It has violins in it. Got some violins, a bassoon. And you have to study it. Yeah. For years. Years. Yeah. Many years. That's the only thing that matters. Yeah. You study, your parents have to be in it as well. Yeah. You're creative automatically. You study, you're creative. Yeah. Yeah, that's technical, easy. Technical, creative. Yeah. Nice life, study, creative, successful. Perfect. Although they're just like teaching you how to be like a robot. Yeah. Work at a bank. Work at McDonald's. So you arrange your whole life around music. You're playing. You're producing for other bands as well, or making sound arts and. Yeah. I did study tone tech audio engineering, and like so that's like kind of been my money maker, I guess. So you studied it. Yeah, I studied it in uni. So you're creative. What? Oh. True. Good point. I'm creatively audio engineering-y. Yeah. So I did study that, and that like pays the bills, I guess. Yeah. But like I don't focus, like here, at least in Germany, I don't focus on it as much as I did in the States, because that's all I was doing in the States, basically. Yeah. I wasn't making music that much. I was mainly being like a corporate guy in a suit, you know, like doing audio visual stuff for like Microsoft and shit like this. It was really horrible. Not because of Microsoft. I'm not attacking Bill Gates. And No one's 5G, attacking anyone here. 5G conspiracy. But, you know, I didn't enjoy that life, you know. I kind of hated it. I felt like I was just spending all my life working, and that's all I did. Yeah. And when I came here, it was like, oh, okay, it's like a breath of fresh air. I can, like, work on the stuff that's interesting to me. I can be artistically stimulated. And there's tons of great musicians in Europe in general. And is it also the reason you moved to Berlin? Because it's like this creative hotspot of melting pot of musicians and arts and lifestyle and catwalk and everything? Yeah, I mean, honestly, when me and Nick and our guitarist at the time for Alex's Hand, we were just a trio, and we were traveling around Europe, and we were actually in Ireland, and we met this guy in Dublin,
And we met this guy, and he's like, oh, you should go to Berlin, because Berlin's really interesting. And I'm like, okay, I didn't know anything about it. I knew about, like, the Lou Reed album, Berlin, or, like, David Bowie being in Iggy Pop being in Berlin, that sort of thing. I didn't know anything. But as soon as I got off the plane in Berlin, I'm like, oh, I love this place for some reason. I was just, I don't know why. I like this art. Everything about it just seemed very, like, odd, but, like, also interesting. It's like very chaotic city, you know, and there's like so many people from everywhere, and I for some reason I just really for German circumstances it's chaotic. Well, it's to me it's chaotic, like at least in the States it's not like it doesn't run the same way, you know. Where do you come from? Seattle. Washington. So you moved to Germany, Berlin, to have more freedom being a musician? I think so. I mean, honestly, it was just kind of like I was tired of being in the States. Like, as far as making art and stuff, it's very difficult to do what you want to do and not die. Like, I don't know how people do it now. Yeah. Like, when I see some bands that exist that are doing stuff maybe not similar, but, like, maybe have a different ideology that's similar or something like that. Yeah, yeah. And I don't know how they survive in the States, like, because you just don't get paid. Like, it's just impossible to even tour. Like, here, you can still tour. Here, you can, like, play places, and they will pay you sometimes. Or, like, you can actually at least make it self-sufficient so you can, like, get to the next place and stuff. In the States, it's not this way. I mean, I don't know how some bands do it, you know? Yeah, even, me neither. So. Even famous underground bands, like, they just don't make shit. And then they're like, how do they pay their tone technic? How do they pay all these people? Like, how do they pay a merch person? How do they travel, you know? Yeah. Like, how do they pay for a hotel? Like, it doesn't even make sense. And, like, I don't know. It's not like I'm doing it for the money, but it's like if you're just trying to play, how do you do it? It doesn't even make sense, you know, in the States, at least. To me, it didn't make sense. Yeah, I think without a bunch of idealistic people really are willing to spend their time and spend their energy to make something happen and make, even if it's a band or it's a venue or if it's a scene or something, you need the people totally addicted or to spend their time and money to it. And then you can build something, but... It's just passion. Like, that's one thing I have to say here in Europe. Like, in a lot of places, France, you know, Germany, Hungary, Czech Republic, like, tons of people I met are super passionate. And, like, it's such a different vibe that I really love. It's, like, towards... I feel like in Europe, maybe it's because of the history. I don't know enough to, like, be a connoisseur or smart about it. But I feel like there's a view or like a respect towards art somehow. Yeah. And that isn't in the States to me. Yeah. Do you think it's luxury to have passion for creative arts and music? Because like in the end you have to get your bread and get your money for a living. Of course. And after that, then comes the culture and the arts and music or... Have you any category or have you any idea about how to be an artist? I don't know. I think honestly, like art, like making art should never be a luxury. I think it should be, it's like lifeblood. I think people need that, like in life. That's why everyone needs to listen to music all the time. Except now it's like free. So like everyone just, you know, but they always need it. Like everywhere I go, there's music everywhere, you know, even if it's crap. Like, they're still listening to it. It's often crap. It's often crap. But I strongly believe that, like, everyone is an artist. It's just, like, being scared to, like, pursue it or not, you know? And I think we're all this way. It's just, like, you have to not worry so much about what people think and, like, to also, you know, you need to be challenged. You need to, like, see new things. You need to, like... find new ideas, and all they do is like open your mind and like show you new ways to think about stuff. And you know, I think that's all important, and it comes from art. You know, I think if people don't give a shit about this, then they're stupid. I don't know. You know, like I don't know. That sounds judgmental, but like I just think that you should care. Like, and the fact that people don't sometimes frightens me. Like that they don't care. They're like, I don't care. Whatever. I'll listen to Beyonce forever. That's it. Beyonce forever. You know. No, yeah. Point. You know. And you're just kind of like, I don't know. Anyway. Yeah.
Let's go off on a rant. Like, music is shit. Everything is shit. Right. Yeah, only evolving and making something new and different from time to time. Yeah. Yeah. I don't know. I think you need innovation. It's like in anything, like science. Yeah. You got to innovate. Totally. To progress. Yeah. And I think art is kind of like the innovator for culture, you know? Yeah. It's like things becoming socially, like becoming socially aware or like understanding what like racism is or like critique or all this, all these important issues. I think art does that, you know? Yeah, I think totally. Even if it's not stated, it pushes people to be accepting and like if it's good, you know? Yeah. Not everything is like this, but you know, like if you see something like Bowie or whoever, Prince or, you know, it's like, oh shit, okay. I didn't realize there is like this other side to things. And yeah, like, I also think the possibility to tear down borders and minds with music and arts, that's the way we can evolve to being more empathic or being more definitely. Close to each other. Yeah. Even if we're different, but in the end, we are not different. We're all the same. Humans, that's it. But everybody. I think that's why music or film or painting or any of those things is always so interesting, because I think it actually does force people to accept someone else. Like, because it kind of forces you to think in the way that they're thinking, you know, somehow. Yeah. And like, I think that's a cool idea, and that does break down a border because you don't know who the hell it is. It could be anyone, anywhere in the world making something, and you're like, oh, that's, what is this, you know? And it will make you change your perspective slightly. Maybe it's good, I don't know. Yeah, slightly. I hope it's good. Yeah, slightly, but continuously. Yeah. And that's the point. Yeah. So, last words. You have a couple of musicians from all around the world, but all from Berlin. You want to say something about your toolbox of musicians? Well, I mentioned Diego. He, man, I'm gonna like mispronounce everyone's name, so I'm not gonna try. Like, but Diego is from Uruguay, and he's the drummer, and he's also a producer. He does like. Stuff for Netflix and very talented bro. Oh, I don't know where he is. He's out there somewhere. Yeah. Omri, he plays tenor sax and iwi and tons of other stuff. I don't know. He's in a bunch of projects and he's like a jazz guy. He's from Israel. He's a Jew like me, so we have a commonality. Dante, he plays keys. He's actually in a group with Ruben, who's playing guitar. They're playing in Cloudfall, is what they're called. Another band in Berlin. That's like very interesting. Okay. I don't know what else. Eric Leutheisor. You can recommend him to come here after the pandemic to make a session. Yeah. Oh yeah, sure. Yeah. I'll ask him. He's very good jazz guy. There are a lot of them are jazz people. I'm not a jazz person. You're not jazz. Yeah. Okay. But yeah, Eric's doing a lot of crazy shit, and I strongly recommend checking out his music because he's amazing. I don't know. I don't know what else to say. Okay. I'll think of something if I think of anything. Is there anything I'm missing? Is there anything missing? No one's yelling at me. So I would. Oh, trying. Okay. They're up there again. there are people. Two people. Two people. Yeah. Hey. I can't see. The light is burning my eyes. Yeah. A nice line. Yeah. You should make a song out of it. Blinded by the light. Ooh. I think it's already been written. Wrapped up like a Tucson. Yeah, so I would say... thanks for having us, actually. Enjoy the stage. Yeah, thank you. We wash our hands afterwards. I'll kiss my hand. Yeah. And I'm really looking forward to having you here. Cool. You can just go to the show stairs up to your stage, your habitat. my only place that I'm actually comfortable. And we do the last words, and afterwards... Great. You're going. Thanks, man. Ja, während hier im Hintergrund die Mikrofone zugeordnet werden, jeder seins, weil Corona. Hallo Felix. Hallo Stefan. Ja, ich bin auch wieder da. Also kurz zumindest. Jetzt muss ich mich hier sortieren. Machst du zu weiter oder ich? Ja, was gibt's denn groß zu sagen? Ja, schönes Gespräch und ich bin wahnsinnig gespannt auf das Ensemble gleich. So kleine Zwischeninfos bzw. Endinfos, die wir irgendwie noch haben. Wir sind auf YouTube vertreten, alle Folgen
schaut gerne vorbei, liked es, auch die Kleinigkeiten, also die Unterkategorien Rust Never Sleeps und Radar und so weiter, also gibt es auch alle als Extras. Like, genau. Abonniere meinen Channel. Und so heißt das ja, ne? Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall. Ja, apropos Sichtbarkeit und Support. Wer von euch das Off-the-Radar-Festival kennt, die haben noch bis morgen, glaube ich, eine Startnext-Kampagne, um ihr Festival zu retten. Die hat es natürlich auch heftig erwischt wegen Corona. Auch von unserer Seite als Stubnitz, wir sind total der gleichen Meinung wie die Off-the-Radar-Leute selbst. Das ist eine mega geile Initiative von Kulturschaffenden, von Künstlerinnen und Musikerinnen aus Hamburg und Umgebung. Eine echte Alternative zu so kommerzorientiertem Hedonismus und Kram, den man schon oft gehört hat. Das ist wirklich eine stabil gute Sache und hey, schaut da vorbei, supportet auch die Off-the-Radar-Crew. Da geben wir auf jeden Fall absolut die Empfehlung raus. Genau. Ja, auf jeden Fall. Heute auch nochmal die letzte Chance. Sind ja nur nicht nur die Stubnitz und nicht nur das Off-the-Radar, sondern insgesamt die ganze Clublandschaft ist betroffen und nach wie vor betroffen und wird, denke ich, auch noch mal eine Weile betroffen sein. Das Clubkombinat hatte die Initiative Save Our Sounds ins Leben gerufen. Auch da läuft die Startnext-Kampagne heute noch und ich glaube bis morgen um Mitternacht. Wer die Clublandschaft und die kulturelle Vielfalt dieser Stadt unterstützenswert findet, darf da gerne den einen oder anderen Taler noch loswerden, würde ich mal behaupten. Ja, das ist eine ganz komische Sache. Ne? Eigentlich ist ja Kultur frei und so, und wie wir oder wie Kellen und ich es auch gerade davon hatten. Aber es sprengt halt irgendwie auch ein paar Grenzen im Kopf auf und macht irgendwie empathisch und irgendwie schafft Toleranz und bringt Leute zusammen. Das wäre sehr schlimm und schade, wenn da noch mehr kaputt gehen würde, als eh schon schwierig ist, da in dieser ganzen Suppe sich zu beweisen. Deswegen, ey, kauft Musik von Künstlern, die geile Mucke machen, irgendwie so, geht auf gute Konzerte, wenn es wieder geht, unterstützt die Orte, die ihr gut findet, irgendwie so, sei es hier oder woanders, das ist eigentlich jetzt nicht so wichtig, sondern naja, seid am Start für Kultur und für das, was da, also ich finde es mega wichtig auf jeden Fall so. Ja, säßen wir sonst hier? Ja, nee, wahrscheinlich nicht, ne? Siehst du. Ja, nicht for the money, ne? Just for the show. Ja, genau. Genau, just for the show. Da bleiben natürlich irgendwie, damit das Ganze hier überhaupt möglich ist, da geht ein großer Dank noch an viele Menschen raus, an das ganze Produktionsteam, Karl, Falk, Robin, Balthasar, an Stefan, an die, die noch drumherum mithelfen, an Max, an Renaud, an Nathalie, an die gesamte Crew, ohne die das tatsächlich alles überhaupt gar nicht leistbar wäre, die viele, viele Arbeitsstunden und viel, viel Spaß natürlich auch damit reinstecken und viel Hirnschmalz und viel Begeisterung. Und jede Folge macht irgendwie mehr Spaß und ist irgendwie neu spannend und ganz großartig. Genau. Und auch danke an dich. Ich glaube, du schiebst jetzt gleich mal wieder Regler hier, oder? Genau. Ich werde mich mal vom Acker machen hier. Tschüssi. Tschüssi. Ja. Und ich bleib überlass hier noch, dir das letzte Wort. Ne? Genau. Ich bleibe hier noch kurz. Felix macht sich jetzt auch vom Acker. Der wird jetzt noch den Ton hier regeln für Tryon, die jetzt gleich da sind. Ich mache mich jetzt auch gleich weg hier. Letzte Worte. Die nächste Sendung ist am 13.8. Voraussichtlich gibt es hier einen Synthi-Workshop. Da lernt man dann Synthis zu schrauben, wenn alles gut geht. Außerdem gibt es Musik aus dem Kosmos des sozialistischen Plattenbaus. Wer into it ist, der könnte sich auch schon vorstellen, um was es da genauer gehen könnte. So. Und wenn alles richtig gut läuft und es schaut auch danach aus, gibt es auch noch weitere Einblicke in musikjournalistisches Schaffen hier in Hamburg. Ich würde mal sagen, schauen, einschalten oder nachschauen, wie auch immer. Ich mache jetzt hier auch Tschüss. Viel Spaß mit Tryon. Ihr seid schon alle da, ne? Wunderbar. Also ich verpiss mich jetzt. Schönen Abend euch noch und bis zum nächsten Mal.
wasted their time. Kellen. This band is called Try On, just like strap on, but before you strap it on, you have to try it on. And how about you try and put on some solidarity for musicians in this weird time? We'd be very happy. We have an EP on Bandcamp that you can buy with this type of music. And while you're at it, show some solidarity for black people. Just because the hashtags don't appear on Facebook anymore doesn't mean that it's not important anymore. The first song was called Wasted Time. And the next song is called Solitude in Number. We'll be right back.
Your ears. Owie. Ow, ow. Thank you. That's Eric singing the blues. Now it's blue. Now it's sad. Ready? Everybody ready?
Bye. That's all we got. Or we could play for 7 hours, but it will be like some weird jam thing. None of you will like it. Oh, try it. Okay. Try on. Try it on. We'll just play some Alex's hand hits. Go, Eric. Go. Can I?